Nun ist das Glas voll ausgeleert. Drum werfe ich zu Boden nieder. Somit ein Hoch auf das Projekt The Shore. Die Gleichenfeier wurde gebührend gefeiert, denn 6 der insgesamt 10 Villen werden im Rohbau diesen Herbst fertiggestellt. Die fleißigen Bauarbeiter, Bauherren, Partner und viele mehr feiern diesen großen Meilenstein. Ein Drittel der Wohnungen so knapp ist verkauft. Ganz interessant, dass die ganz teuren Wohnungen sind schon fast alle weg. Die Dachgeschosswohnungen sind fast alle weg. Es gibt noch ein paar, eben, also auch kleinere Wohnungen werden ganz gut verkauft als Wertanlage. Am Wasser kann man nichts Falsches machen. Jetzt, wo das Ganze schon steht, müssen wir halt natürlich einfach zeigen, wow Leute, es steht schon, schaut sich das an, kommt her. Deshalb machen wir so Timelapse-Videos, wir fliegen mit der Drohne hier rum, dass man halt wirklich ein Gefühl bekommt, hey, schau, das ist schon real und das schaut wirklich cool aus. Wir sind sehr stolz, dass die Marke jetzt steht und dass fast jeder in Wien und in Wien-Umgebung, ich glaube in ganz Österreich, kennt The Shore. Den zukünftigen Bewohnern wird es an nichts fehlen. In einer der schönsten Gegenden des 19. Bezirks entstehen bis zum Herbst 2022 10 Stadtvillen mit insgesamt 125 Wohnungen mit Wohnflächen von 50 bis 350 Quadratmeter. Unsere zukünftigen Bewohner und Eigentümer der Wohnungen finden hier eine sehr exklusive Wohnimmobilie, die Urlaubsfeeling vermittelt. Und The Shore ist in seiner Ausstattung sehr stark an ein Urlaubsresort angelehnt. Sie finden hier Badeplattformen, Zugang, direkten Zugang zum Donauwasser. Sie finden hier exklusiven Service eines Concierge-Services. Sie finden hier Wellness-Räume, Yoga-Räume, Fitness-Räume, Massageräume. Sie finden eine Event-Location hier, wo Sie Ihre persönlichen Feiern veranstalten können. Ja, das alles ist hier sozusagen zusammenfassend in Shore gegeben. Die Wassernähe ist das Besondere an diesem Projekt. Aber genau auch das hat die meisten Herausforderungen mitgebracht. Einerseits haben wir sehr, sehr viele außergewöhnliche Tätigkeiten. Wir bauen einen Schwimmsteg, wir sind neben der Donau, wir haben mit Hochwasser zu tun, wir haben auch mit viel Grundwasser zu tun. Wir haben einen dichten Keller herzustellen, die Wasserhaltung. Wir haben 15 Pumpen, die in der Sekunde 160 Liter pro Sekunde pumpen. Das sind 2 Badewannen in der Sekunde, das ist nicht so wenig. Aber andererseits haben wir ein Gebäude, wo wir wissen, das ist sehr exklusives, das ist außergewöhnlich. Gebaut wurde mit dem Generalunternehmen Habau und dabei setzt man auf Handschlagqualität. Wir erzählen von Handschlagqualität und wir leben Handschlagqualität und wir merken einfach bei komplexen Projekten, so wie auch hier, Wasser, verschiedene Baukörper, der Kunde, der auch kein großes Team hat auf seiner Seite, sondern auch schlank aufgestellt ist, dass es für alle Seiten viel effizienter ist, in der Form partnerschaftlich Projekte zum Ziel zu bringen, wo dann am Ende alle zufrieden sind. Ich wollte immer mit der Habau was bauen, gemeinsam. Und ich bin bis jetzt absolut zufrieden, also wie der Baufortschritt läuft. Und wir reden partnerschaftlich auf Augenhöhe. The Shore ist das letzte verfügbare Wien-Projekt im Eigentum, welches direkt am Wasser liegt. Wer exklusiven Wohnraum mit einem außergewöhnlichen Lebensgefühl sucht, ist hier in Döbling genau richtig.